die Kurznachrichten. Jo. Byla sexuální, že? No, ale k těm zprávám. Kurznachrichten. Also heute habe ich zum ersten Mal probiert, die empfohlene Strecke nach Tulln vom 23. über die gesamte Südosttangente, über die Donau-Ufer-Autobahn Richtung Stockerau. Von Stockerau Nord praktisch vor Stockerau Nord oder West. Also wo dann die nächste Ausfahrt quasi Stockerau West bzw. nach Horn ist. Davor gibt es die Abzweigung Richtung Tulln, also nicht unbedingt Richtung Tulln. Da muss man dann von der Autobahn noch runterfahren und 5 Kilometer wieder nach Süden fahren. Habe ich noch nie vorher probiert. Auf der Tangente, ja, kurze Stau, weil jemand einen Platten hatte. Das hat mich so circa die 3 Minuten aufgehalten. Um circa die 3 Minuten war ich da schneller wie über Gablitz. Also es ist um 6 Minuten schneller. Wenn man aber so fährt, wie die höchst zulässigen Geschwindigkeiten sind. Das heißt, die Autobahn schön an 130, die Bundeslandstraße schön an 100er. Nur so ist das schneller. Wenn man das nicht fahren könnte, ist das natürlich langsamer. Oder dauert länger, weil es viel länger ist. Na gut, dann zurück bin ich dann wiederum über Tulbing gefahren, also Tulbinger Kogel vorbei, genauer gesagt. Ja, ob ich jetzt so fahre, weiß ich noch nicht. Ja, also während der Fahrt werde ich mir das noch überlegen. Wetter, wie man sieht, wunderbar. Ja, das heißt, heute kann ich mit Benji wieder schön an die Donau gehen, okay, Benji? Ja, mal sehen. Ja, mein kleines Auto, mit dem ich heute hin und her fahren kann.